Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf Hof Mainzmoor. Ja, Mainz Control ist fertig. Doch. Jetzt gehen wir unserem Hobby nach. Wie immer, ne? Kennt ihr ja schon. Mission bis vorn. Ich habe gedacht, das können wir auch zusammen machen. Ist ja sonst langweilig. Oder? Da gibt's Chip genau vorne, Max direkt. Mist vorn. Den Rest, weiß ich noch gar nicht, könnten wir eigentlich verkaufen, oder? Das bringt auch nicht viel Kohlen. Was willst du machen mit dem ganzen Gemüse? Voll machen wir den nicht, sonst haben wir wieder Probleme auf dem Acker. Warum legst du mich ab? Willst du mich veräppeln oder was? The day after, kennt ihr das? Der Tag ist im Popo. Oder wie sagt man so schön? Weiß ich nicht. Heute ist nicht mein Tag. Aber wir müssen noch ein bisschen Mist formen. Mal sehen, dass die Äcker noch fertig werden vor dem Winter. Und wir mal. Ja, das wäre, glaube ich, der erste Winter, den wir zusammenspielen, ne? Irgendwas bröppelt hier heute, ey. Ich weiß nicht, was das ist. In letzter Zeit öfters. Ey, der ist hart am Rechnen und ich weiß nicht warum. Ich hab zu viele Mods im Ordner, ne? Kann wohl gut möglich sein und irgendwas berechnet der. Ziemlich hart. So, die machen wir noch drupp. Und dann fährt wie es. Oder? Oh, ich weiß ja nicht. Oh, machen wir vorne noch eine hin. Shit, was da drauf. Dann führt wir uns halt fest. Da bin ich auch schon Meister drin. Früher? Einmal im Jahr bin ich mindestens zu Fuß gegangen. Weil ich dann den Trecker auf den Acker stehen lassen musste, ne? Grundsätzlich im Frühjahr beim Maisfahren. Güllefahren. Für Mais. Wenn mir so nasse Ecken. Und wenn das dann schon abgetrocknet war, denkst du, oh, kannst wo rinförden? Schapitze. Da hat der Renault öfters gesagt, nee. Gut, das mache ich nicht mit. Dann konnte ich dann immer schön zu Fuß nach Hause laufen. Und Mais war das so, das war ein Brok. Konnte ich dann. Nein! Echt, die Sache ist nicht mein Tag, ne? Im Brok, habe ich gesagt, ne? Ja, im Brok war das immer. Und war ja auch gar nicht weit zu laufen, ne? Nein, das war nicht weit zu laufen. Das war total weit zu laufen, ey. Leck mich fett. So, Abfahrt. Und so eine 818 hier, die Spuren. Stopp, stopp, stopp. Svenny, warten. Wir haben doch noch keine Suppe-Mail heute gemacht. Guck. Abfahrt. Jetzt haben wir eine Suppe-Mail, jetzt können wir losfahren. So, jetzt Test 1. So, guck mal. Da liegen über 100 Ballen. Keine FPS-Probleme. Da auch nicht. Nee, doch, noch da. Was ist das denn da hinten? Hier? Keine Ahnung. Braucht mich was Leichteres. Ich nix weiß, ich nix mod. Oh ey, ich hab hier Kaffee stehen und trinke keinen Kaffee, ne? Echt? So weit ist das schon gekommen. Oh, jetzt geht's mir besser. So, Abfahrt. Da machen wir später. Wir fahren erst hinten hin. Wollen wir mehr drauf haben, ne? Ab zu die Kartoffelecke. Stopp, stopp, stopp. Oh, du hast das jetzt auch neu. 12 Kubik, ne, die können wir ja mehr fahren. Guck mal bitte auf die Straße, danke. 17. Ey, wir haben so viel Mist. Fahren wir 20. Wa? 20 ist ein bisschen heftig, ne? Egal, wir fahren 20 Kubik hier, denn der Ausbringermod, der hat sich ja geändert. Selbst der Bergmann hat sich jetzt umgeschrieben. Da konntest du ja sonst nur 9 Kubik mitfahren, ne?
Richtig schickifoini. Jetzt kann das ja auch mal vorangehen, ne? Wären wir auch mistlos. Richtig gut. Okay, richtig gut. Jetzt bin ich dann natürlich ein bisschen viel am Mist vorne. Aber egal. Oh, schalt doch mal runter. So, wir lassen den Hut wieder an. Es gibt Zuschauer, die wollen Hut. Es gibt Zuschauer, die möchten kein Hut. Ich weiß nicht mehr, was richtig ist. Jetzt bleibt der Hut an. Da kann ich mich... Ich weiß nicht, ich kann es nicht jedem recht machen. Das ist leider so. Ich glaube auch, wir Gemeinderade spielen wir ohne Hut. Und sonst spielen wir mit Hut. Wohl auch für Gemeinderade wünschen sich die Leute auch mit Hut. Also, wir lassen den Hut erstmal an. Und so einfach Geschichte. So abfahren, Mist vorn. Nee, Felix, ich habe jetzt gerade mal keine Zeit. Ne? Geh mal hier auf deinen Kindersitz. Ich glaube, meine Webcam kommt gerade. Damit ihr eine Webcam habt. Aber da muss ich mit OBS aufnehmen. Da muss ich mich erst reinfuchsen. So, aber erstmal müssen wir jetzt Mist vorn. Mist vorn. Und ab und zu mal nach vorne gucken hat echt Vorteile. So, läuft. Richtig schicki vorhin hier, ne? Guck mal, jetzt wird das Ding auch leer, ey. Jetzt fahren wir richtig Mist. Dann könnte sogar sein, dass wir noch Gülle fahren müssen. Richtig gut. Und zack, Rummelbude leer, ab zum Hof. Wollte nicht schalten, der Sauber, ne? Richtig schickifoini, ey. Das lohnt sich. Dann wählen wir unseren Mist wieder los. So muss das sein, liebe Leute. Wir fahren zwar jetzt ein bisschen dick, aber ich finde 20 Kubik... Wie viel fahren wir? 20 Kubik, ne? Finde ich, ist nicht dick für Mist, in meinen Augen. Ne. Wenn ich bedenke, wir hatten 3,5 Tonnen Krone. Ja. Hier war ein Krone Emsland, ja, der alte. Den habe ich immer richtig voll geknallert. Und dann sind wir nur kleine Spuren. Hast ja hinterm Trecker die kleine Spur gestreut. Weißt du, dann mindestens ein paar Wagen auf den Hektar gefahren. Wir haben zwar nicht viel Mist gehabt, immer nur von den kleinen Kälberstellen. Und halt die Siloabfälle, ne? Das war es, was am Misthaufen da war. Ja, um Pferdemist. Vom Heuerhaus haben wir ziemlich viel gefahren. Da haben wir auch 3 Tage Mist gefahren bei dem Pferdehaufen, ne? Aber meinst du 8-9 Streuer den Hektar? Wenn nicht sogar mehr, bist du da gefahren. Du hast ja auch nur hinten dieses alte Ding mit dem, mit diesen Löchern, wo du den Hebel dran verstellen kannst, den Vorschub. Und hast man knattern lassen auf den Acker, ne? Kleingang. Ging alle. Oh, das hast du ja fast gar nicht mit angerechnet, Mist, ne? Ich habe das erst in der weiterführenden Schule gelernt, wie man Mist anrechnet. Das erste Jahr ein Viertel, das zweite Jahr ein Drittel und den Rest im dritten Jahr, ne? Den Stickstoff und so. Humus, weiß ich nicht genau, wie man das anrechnet. Bin ich überfragt oder habe ich in der Schule nicht aufgepasst, keine Ahnung. Alles konnte Sven ja auch nicht wissen, ne? Habe ich auch keine Lust drauf, alles zu wissen. Will ich auch gar nicht wissen. Vieles weiß ich einfach, wenn ich es machen muss. Und wie ich es machen muss. Das kann ich manchmal gar nicht erklären. Das sitzt in einem drinne. Zumindest in meinen Berufen. Ich kann euch auch erzählen, wie es als Tiefdrucker ist. Ich habe ja auch als Drucker eine Lehre gemacht. Ne? Ich bin auch gelernter Tiefdrucker. Ich bin nicht nur staatlich geprüfter Wirtschafter für die Landwirtschaft. Ich habe auch einen Gesellenschein als Drucker. Das war die erste Lehre. Die musste ich machen.
Weil mir damals der Bauer abgesprungen ist, kurz vorher, bevor ich in die Lehre gehen sollte. Da musste ich schnell eine andere Lehre finden. Ja, ist halt so, ne? Ich bin gelernter Drucker. Fachrichtung Tiefdruck. Jakobskaffee kennt ja jeder von euch, ne? Die Verpackung habe ich gedruckt. Oder Ariel. Oder diese Cappuccino-Typen da von Kröger, die habe ich auch viel gedruckt. Das waren so meine Sachen, die ich viel gedruckt habe. Aber Ariel, ey, oder Tempo, ne? Boah, Tempo war auch kacke, ey. Tempo war der schlimmste Job, ey. Das hat so ewig gedauert, bis du da mal was zu tun hattest bei Tempo, ey. Und Tempo, Tempo, Tempo. Könnt ihr nicht vorstellen, wie viel Millionen Meter Tempo ich schon in meinem Leben gesehen habe. Den Druck, ne? Für diese ollen Tempotaschentücher. Nee. Das war ja gar nicht meins. An der 55, in der Kur 2570, ja. Das war die blaue. Ja, so lernt man seine Sachen in Leben, ne? So Leute, ich glaube, das Video ist echt lang genug. Ich sage erstmal danke fürs Zugucken bis hierher. Ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich echt über ein Däumchen freuen. Ne? Und wenn es euch gefallen hat auf diesem Chaos-Kanal und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, oder? Tschüss!